So, das Spiel gerettet. Jo, Dito. Jetzt erstmal was essen. Ja, Und wäre was gar nicht. trinken. Gar nicht so schlecht, ja. Weil bei mir ist nämlich die Anzeige auch gerade ziemlich mau. So. Die kann man auch so essen, wenn die getrocknet sind, das ist gut. Und was hattest du so am Wochenende? Getrocknetes Bein. Ja. Ich hatte übrigens letztens auch Enrico mal gefragt, ob wir spielen. Vielleicht kann ich ihn ja mal dazu kriegen, mal zu Ostern mal mit dazu zu kommen, so als Osterspezial. Kann man ja versuchen, ne? So, ich brauche wieder Zähne. Mir fehlt noch ein oder zwei Zähne. Ja, der Käfer hat keine Zähne mehr, deswegen braucht er Zähne. Ich wieder fertig bin, habe ich genug. So. Lums. Welche Welt? Das kennt ja Baby schon, ne? Was langes und steifes fällt nach harter Benutzung um. Das kennt sie ja schon. Ja, von ihrem Freund, ich weiß. Gut, dass du gesagt hast, Freund und nicht Verlobter, das lässt ja noch Interpretation offen. Da kommt schon wieder irgendwas angedackelt. Ja, da haben sie schon wieder und noch irgendwas. Nochmal das gleiche Pärchen. Wie schnell das manchmal geht, dass die auftauchen, Alter. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, eh nicht gebraucht, bis die erst aufgetaucht sind. Oh, das Arme, sie kommt auf mich zugerannt. Ich habe jetzt irgendwas. Alter, die kommen beide voll auf mich zugerannt hier. Riech ich oder so? Nö, ich bin eigentlich frisch geduscht. Vielleicht hast du einfach das falsche Shampoo genutzt. Ja, sorry, ich habe Eau de Cannibale genommen, deswegen riechen die ihre Kollegen. Alter. Muschi Klaus ist gerade über den Baumstamm gelaufen und schwebte dabei kurz in der Luft, das sagt. Aber die haben bis jetzt noch nicht geworfen, die laufen nur rum, aber irgendwie abgeworfen hat sie noch nichts. Vielleicht ist er gerade nicht richtig, ja. Aber schon verständlich, warum sie auf die Frau unserer Gruppe losgeht, ne? Da ist der Neid groß. Könnten Sie sich bitte hinten anstellen, Mr. Armsee? Wenn eine Frau versucht, eine Frau zu bespringen, ist auch gerade geil, oder? Soll auch vorkommen.
Wie war das nochmal? Die hat noch nicht geworfen. Was ist das denn da? Ja, jetzt ja. Wer sagt, dass das die war und nicht Baby? Ja, auch. Ja, vielleicht sind das ja deine. Ja. Aua! Vielleicht ist Baby einfach trächtig und schiebt das wieder auf andere. Könnte man mir mal helfen kurz? Das wäre ganz nett. Ja, bin ich gerade dabei. Eieiei, hau ab. Ich danke Ihnen sehr. Baby, du hast ja was verloren. Was war eigentlich nochmal besser? Mutantenrüstung oder Knochenrüstung? Ich glaube Mutantenrüstung, ja. Muttertanten. Ja. Muttertanten. Muttertanten. Ja. Die klingen übrigens genauso wie die hier. Wenn die Muttertanten. Guck mal, da ist irgendwas in deine Falle gekommen. Was ist das in meiner Falle gekommen? Du hast deinen ersten Fang in der Falle. Ja. Deine Hasenfalle. Oh ja. Da ist ein Häschen reingefallen. Ein ganz schön großes Häschen. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht, ja? Papa, irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Ist Klaus zu Hause? Ist Klausi hier? Oben, okay. Ja. Also eigentlich ist die ist ja ganz witzig, die Werbung, aber die hat ja tatsächlich auch einen ernsten Hintergrund. Ja. Weil es ist tatsächlich, es läuft teilweise im Internet genauso ab. Genauso so. Passend fand ich aber auch immer die Werbung, wo die Mutti den Müllbeutel ihrem Kind in den Schulranzen packt. Fand ich auch mal total genial. Die kenne ich nicht. Irgendwas kommt wieder angelagert. Na, irgendwie ging es da, das sind jetzt normale Inselbewohner wieder. Da ging es irgendwie darum, achten Sie darauf, was Sie Ihrem Kind mitgeben oder sowas. Irgendwie war das so. Auch schon wieder einige. 1, 2, 3. Ich sehe drei Stück, ja, da hinten. Die sind schon wieder sehr, sehr beliebt. Ja. Hat keine Lust auf mich. Ich habe mich erstmal ins Lager zurückverzogen. Der Baby ist auch. Willkommen zurück, Hef. Lass uns lieber hier kämpfen. Da ist die Fläche nicht so groß. Ich hab den einen schon. Ja, ich komme zurück. Hast recht. Weil manchmal hast du nämlich Glück, Hef, wenn du hier hochgehst, ja. Die buggen nämlich auch genauso hier in die Treppe rein. Hier. Dann kannst du die ganz locker erschlagen. Hey! Es ist aber auch ein echt schmaler Grat mit dieser Treppe, ey. Hau ab! Kev, komm! Ist doch alles gut hier vorne bisher. Ist doch immer nur einer. Wenn einer nur kommt, ist das kein Problem. Vorne ist bei Kev alles in Ordnung, aber hinten. So. Ui, hier ist platt. Kommt her! Ich krieg euch alle. Lecker? Der geht weg. Gut. Oh ja, das sind immer noch vier Stück, sehe ich gerade noch vor uns stehen. Ja, 1, 2 normale sehe ich gerade. Einen von den Baumkrablern. Alter. Alter, ich hab grad voll den Überblick verloren. Ja. Ich hab grad mit euch gekämpft und auf einmal waren wir alle so ineinander gepackt und dann bin ich umgefallen. Und ich hau noch drauf, wo ich denke, du bist alle von denen. Sah genauso aus, ja. So.
Dann machen wir uns mal wieder ans Bäume fällen. Oh ja, stimmt. Bisschen zerkleinern hier. Mit chirurgischer Präzision. Hier vorne fehlen noch drei Arme an dem Gestell. Er hat mich wieder mein Totem hier angezündet. Seite war ich vorhin. Die gehen doch kaputt dadurch. Ich wollte es erschlagen. Naja. So schnell konnte ich doch nicht reagieren. So, dann haben wir noch ein paar Baumstämme, damit wir endlich unseren Sicherheitszaun fertig kriegen. Fehlt uns dann überhaupt noch? 86 Baumstämme. Ja, geil. Der Wagen ist voll. Dann müsste mal einer. Baby ist heute die ultimative Schlachterin, Alter. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ist die irgendwas am Umbringen oder am Abschlachten oder. Es ist übrigens geil, Kev, wenn man mal so bei dir auf deinem Kanal so verfolgt, was du aktuell hochlädst, wie lange das her ist, manches, was wir noch aufgenommen hatten. So ja, deswegen kann das immer mal passieren, dass da zwischendurch falsche Folgen drin sind. Ich habe zwar versucht, alles zu erwischen, aber kann halt deswegen immer mal wieder passieren. Klar, die GTA-Folgen sind halt die ältesten, ja. Die unsere alten Truppe. Die gehen auch noch bis zum 17. Mai. Dann kommt die letzte Folge. Aua. So. Ich bleibe aber dabei, dass es immer noch richtig war, uns wieder zu verkleinern. Ja. So. Ich gucke jetzt gerade mal. Es ist wieder sehr viel angenehmer, auch das Organisieren und alles. Das ist. Ja. Viel ja. Schöner. Wenn man halt nicht mehr mit fünf Leuten rumdiskutieren muss, wann und ob und wie und was überhaupt und. Oh, ich werde schon wieder attackiert. Ist wieder dunkel, ne? Das sieht überhaupt nicht martialisch aus, was wir hier machen für die Zuschauer, so wie wir zu dritt voll auf die Leiche einknüppeln. Nein, wir sind alles ganz normale Leute, ja, also. Wir sind überhaupt nicht aggressiv. Genau, wir heißen das auch nicht umsonst die Zockeranstalt, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist alles ganz normal, was wir hier machen.
Wir haben auch überhaupt keine Klatsche, wir drei. Überhaupt nicht. Gar keine. Ja. So, das habe ich denn Klaus Fleischi? Nee, auch nicht brauch. Schlecht. Rotfleisch brauche ich nicht. Auch nicht schlecht, ey. Was denn? Na hier, die Keule von dem, den wir gerade so zagt haben, die steht gerade senkrecht auf dem Boden. Wenigstens etwas, was, nach unten. Wenigstens etwas, was bei dir senkrecht steht. Der war schlecht. Der war gar nicht schlecht. Ja, der war einfach nur eine Einladung. Ja, vor allem, weil es nicht mal meins ist. Deswegen war es einfach ganz schlecht, weil es nicht meins ist. Warte mal. So, dann gucke ich jetzt mal gerade, ob ich. Wie kann ich das scheiß Feuerzeug dann noch nicht mal wegtun eigentlich? Rechts. Ah. Gut zu wissen. So, ich muss gerade gucken, ob ich noch mal. Ich höre doch schon immer wieder was durch die Gegend stampfen. So, ich stecke mal mitnehmen, damit ich weitermachen kann. Es braucht danach Felle. Also Hasenfelle. Aber ich habe keine. Es fehlen noch Felle. 4 Stück. So, Chris ist noch zwei Beine, wenn jetzt jemand noch was möchte. Aua. Das Tor vor an die Nase. Oh, ich höre schon wieder. Oh, ja, ich seh's. Geh weg. Ich hab Steine. Ja, steht schon wieder vor der Tür. Ja, falsch das. Und es steht vor der Tür. Und es will nur ein Bier. So habe ich es halt weg. Der Baby hat es einfach durch den Zaun. Ich habe es auch durch den Zaun mit erwischt. Nein, die Leiche hat es einfach durch den Zaun rausgeholt.
Das Baby holt öfters mal was raus. Ja, so. Ich weiß. So. Alter, wie viele Zähne brauche ich denn für das Ding? Für was denn? Für die Axt. Was hast du mir Zähne geworfen oder was?